Frankreich. Ah, geil. Ein Zehner, dass sie Französisch singt. Also kein Zehner dabei, wir haben gerade gewettet. Da wird richtig gepiafft. Das dürfen aber auch nur die Franzosen, finde ich, so piaffen. Also man sieht den Eiffelturm nicht, aber man hört ihn. Der Song passt zu Frankreich. Der passt richtig gut zu Frankreich. Ton idylle m'a semblé assez fallé pour te plaire d'écouter Jacques Elby. Que je parle d'amour, je parle aussi. Enchanté la grand français. Ah, très chic. Ich war dieses Jahr das erste Mal beim Eiffelturm. An Valentinstag. Hast du schon Leb gesehen? You are the best in me. Ich mag sie jetzt schon, sie trägt Paillette. Sonst wäre ich gejudged dafür, dass ich nur für geile Typen abstimme, aber das ist eine geile Uschi. Ziemlich cool. Also meine Aufmerksamkeit hat sie. Die erfüllt doch jedes Klischee. Innerlich und äußerlich. Da habe ich ja auch schon gedacht, gleich wieder, nicht schon wieder ein Chanson. Ich finde, das hört sich irgendwie die letzten Jahre alles gleich an aus Frankreich. Mhm. Und voilà, dann mal, kommt halt dieser Disco-Beat. Man fragt sich, warum? Ja. Warum? Ja, aber man kann sich auch mal fragen, warum nicht? Ja. Warum nicht mal warum das Disco-Baguette auspacken? Ist das super? So. Ich finde es gut. Ich nicht. Aber das ist schon auch einen guten Beat. Und es ist natürlich auch Retro. Ich finde es einen Versuch wert, mit einem Disco-Titel anzutreten. Die jungen Menschen, die nach uns kommen, haben Disco nicht so auf dem Schirm wie wir. Und für die ist es was Neues. Ich dachte ganz am Anfang, dass jetzt ein richtig langsamer Song kommt. Ich auch. Ich war richtig positiv überrascht, dass dieser Beat noch reinkam. Es ist nicht ganz so erwartbar, wie ich am Anfang dachte. Es hat sich echt gut entwickelt, muss ich sagen. Aber dann geht es auch nicht so richtig nach vorne. Also das ist zwar ein Rhythmus dabei, so ein Beat. Ah, da brauchst du ein bisschen mehr zu. Warum Disco? Der ganze Setup und dann alles nur für ein Disco-Beat. Aber sowas kriegt mich irgendwie. So französischer Disco-Pop. Da kommen ganz viele Erinnerungen hoch an die Musik der 80er und frühen 90er in Frankreich. Es ist halt immer noch Chanson, zwar moderner Chanson und auch schnellerer Chanson, aber Chanson. Chanson. Frankreich hat musiktechnisch echt krass viel Potenzial und ich finde, das war voll okay, solide, aber auch austauschbar irgendwie. Dafür, was für ein Repertoire Frankreich an Künstlern hat, finde ich, da hätten sie noch mal ein bisschen was Cooleres raushauen können. Also gerade vielleicht einfach in einer anderen Musikrichtung. Das finden ja ganz viele ganz geil. Ich finde es gar nicht geil. Weil mir das Ganze dann doch am Ende zu flat ist. Da fehlt mir so ein bisschen die Steigerung. Ich sag mal, selbst im Euroclub auf dem Dancefloor, da brauchst du den Remix für bei dem Lied. Das war 40 Sekunden lang ein potenzieller Winner. Musikalisch spannend und dann eine Half-Siegel-Beat. Und ich so, okay, wo bin ich jetzt gelandet? Bin ich wo falsch abgebogen? Das ist so, ich wollte die Küche, nicht ins Klo. Hier geht es, glaube ich, um die Gesamtperformance. Und hätte man was Chansonesque gemacht, dann wäre es nur altmodisch gewesen. Der Gesang sitzt, die Komposition, das Playback. Also ich finde ästhetisch fantastisch. Ich mag ihren Hut. Die kann nur mit Hut singen. Da war bei mir schon vorbei. Als ich den Hut gesehen habe, war durch das Thema. Sag ihr das mal. Ich kann kein Französisch. Es ist nicht mein Fave. Nein, doch, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich davon einen Ohrwurm kriege. Ja, ich glaube, es liegt aber auch so ein bisschen daran, dass du vielleicht Französisch nicht verstehst. Ja, ich mag die Dramatik, die da ist. Ich mag ihren Style. Und wenn es dann tatsächlich überzeugend rübergebracht wird, dann werde ich schon Spaß bei dem Song haben. Das Ding ist, ich glaube, sie kann halt auf der Bühne richtig gut. Also sie ist echt eine Bühnenperson, glaube ich. Das ist das große Überraschungspaket. Mhm. Was wird uns da in Liverpool erwarten? Haben wir da eine sensationelle Performance? Da sieht man wirklich schon im Video, dass das am Ende auf der Bühne ganz groß sein wird. Oder haben wir das böse Erwachen, dass sie dann hinterher von halbnackten Männern umsprungen wird, die versuchen dann noch irgendwelche Dynamik auf die Bühne zu bringen. Also liebe französische Delegation, si vous m'entendez, ne le faites pas s'il vous plaît. Was für Vibes gibt es einem? Nicht so viele Vibes, dass es weit nach oben kommt. Und eigentlich gibt es ja für Big Five nur ganz oben oder ganz unten. Also letzter Platz, cool. Nein! Aber glaube ich, dass er gewinnt? Nein. Gewinnen wir dann nicht, glaube ich auch nicht. Aber ich finde ihn sehr stark. Ich finde ihn echt, ich kann mir den echt weit oben vorstellen. Schafft sie Top 10? Könnte knapp werden mit der Top 10. Ich würde sagen, insgesamt, weil es optisch gut ist, wird sie 14. Ich glaube, da werden nicht so viele für Punkte geben. Ja, die Frau ist gefährlich, der Song ist hot. Ich hoffe, dass die weit nach oben kommen. Évidemment, elle ne sera plus jamais la même. Cette fille d'avant, évidemment.